Wenn du Dinge voranbringen oder beginnen möchtest, ist es wichtig, dass du dich entscheidest. Und bei den Entscheidungen gibt es manchmal, bei denen, die sich nicht entscheiden, drei Arten von Menschen. Die einen sind vor einer Entscheidung wie gelähmt, sind hin und her gerissen, entscheiden mal so, entscheiden mal so, entscheiden mal in grün, mal in blau. Das heißt, sie entscheiden zwar was, tun aber permanent wieder ihre Entscheidung ändern, treffen also letzten Endes wieder keine Entscheidung. Der zweite Typ Mensch ist, dass er völlig überhastet entscheidet und dadurch weder auf sein Gefühl hört, noch die Situation richtig einschätzt, noch genau schaut, will ich das überhaupt, gefällt mir das nicht. Und Typ 3 ist, er entscheidet gar nichts, beziehungsweise macht alles gleichzeitig und damit entscheidet er letzten Endes auch wieder nichts. Und warum macht er das? Weil er Angst hat, eine der Möglichkeiten zu verpassen. Weil viele denken dann, ich kann mich ja dann noch entscheiden, wenn zwei oder drei Möglichkeiten parallel laufen. Das funktioniert aber nicht. Und es gibt einen schönen Spruch, Entscheidungen bedeutet Freiheit. Unentschiedenheit bedeutet Folter. Warum Folter? Weil wir mit den Gedanken nicht klar bei der Sache und nicht klar im Fokus sind, weil wir die ganzen anderen Möglichkeiten ja auch immer noch im Kopf haben. Und haben wir uns einmal entschieden, bedeutet das, diese Entscheidung weiter zu verfolgen und an dieser Entscheidung dran zu bleiben und das Beste draus zu machen, komme was wolle.